Curbs, das sind keine Curbs, das sind Rampen. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute machen wir mal wieder die Assetto Corsa Pole Lap Challenge und heute melden wir uns aus dem Süden von Deutschland, nämlich Baden-Württemberg auf dem wunderschönen Hockenheimring auf der alten Variante, die bis 2001 gefahren wurde. Hier mal ein paar Fakten. 6,8 Kilometer ist diese Strecke lang, 15 Kurven hat sie, drei schwierige Schikanen, zumindest für mich. Und der letzte Sieger dort hieß Ralf Schumacher im Jahre 2001. Und wir wollen mal uns heute die Frage stellen, was wäre mit den 2022er Boleten, wenn sie hier fahren würden? Was ist deren Polezeit? Ich mache es wie folgt, so wie sonst auch. Ich nehme erst einmal 5 Kilogramm Sprit mit und stelle den MGOK auf Topspeed. Dann nehme ich nochmal 5 Kilogramm, nochmal neue Reifen, nochmal Topspeed. Und dann nehme ich nochmal neue Reifen und stelle auf 2 Kilogramm auf Hotlap Mode und dann wissen wir, was wir als Polezeit dann hätten. Also, legen wir los. So, liebe Freunde, die Outlap ist abgeschlossen und ich muss dazu sagen, ich habe eben schon mal versucht, eine Aufnahme zu machen. Die ging voll in die Hose, ich habe mich sehr oft gedreht. Aber ich würde sagen, gehen wir mal in unsere erste Runde. Natürlich ist das Setup wieder so angepasst, wie quasi auf der Abos auch. Ne? Übrigens, könnt ihr euch hier oben angucken. Ja, also ich habe natürlich die Flügel nicht ganz so krass gestellt, aber zumindest schon mal tiefer. Das gleiche gilt übrigens auch für den Reifendruck. Er ist nicht ganz so hoch, aber zumindest höher als normal. Oh, oh. Ja, da bricht mein Auto immer aus. Ich weiß auch nicht, oh. Das war aber knapp. Von den drei Schikanen ist mir die mittlerste, also die Ostkurve, wirklich am schwersten. Oh, da muss ich tierisch aufpassen. So, die erste Zeit, die wir hier in den Asphalt reinhämmern, ist eine... Moment... 1,45,4. Das ist soweit ganz gut, das geht aber besser. Und das zeige ich euch jetzt. So, liebe Leute, Outlap ist abgeschlossen, also würde ich sagen, jagen wir mal den Aston Martin von Sebastian Vettel über die Strecke. Und zwar versuchen wir mal eine 1,45,425 zu knacken. Let's go! Flügel auf. Meine Höchstgeschwindigkeit liegt bei 331 km/h. Vielleicht knacke ich sie jetzt, vielleicht knacke ich sie gleich. Mal gucken. Nee, gleich gezogen. Das ist für mich einer der schwierigen Schikanen. Hier muss man echt tierisch aufpassen. Und jetzt kommt meine Schwachstelle. Die Curbs, das sind keine Curbs, das sind Rampen. Das sind wirklich Rampen, liebe Leute. Ich bin schon ein paar Mal darüber gerutscht und das ist alles andere als schön. So, letzte Schikane, die ist wohl am angenehmsten. Ja, der Ausgang war nicht ganz perfekt, das war eher so im Schleichmodus. Das mache ich auf jeden Fall gleich noch ein bisschen besser. Zwei Gänge runter, Eingang ins Motodrom. Nochmal zwei Gänge runter, vorne links Lockup.
Und die Zeit bleibt stehen bei einer 1,43,496. Das ist soweit ganz gut. Aber was ist, wenn ich den MGOK-Modus auf Hotlap stelle und 3 Kilogramm Sprit raus, sodass wir nur noch 2 Kilogramm drin haben? Die Antwort erfahrt ihr jetzt. Let's go. So, liebe Freunde, die Outlap ist abgeschlossen, also gehen wir in unsere finale Runde. Let's go. Ja, die erste Kurve war soweit ganz gut. In Linie nehmen. Warum? Kürzester Weg. Verliert man am wenigsten Zeit. Komm schon, ey. Jetzt kommt die Schwachstelle. Ja, ihr habt die ganzen Spuren da gesehen. Frustration pur. Die Curbs sind absolut nicht komisch. Da fliegst du wirklich runter. So, meine Software sagt mir eine 43,0. Oh, Flat Spot. Ah, leichter Quersteher. Und was wird es? Es wird eine 42,902. Jawohl. Ja, liebe Leute, das soll es mit dem Video gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und ein Abo da lassen, würde mich sehr freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentarsektion, welche Strecke soll es denn als nächstes sein? Also eine habe ich noch in Reserve, aber was habt ihr für Wünsche? Egal was, schreibt es gerne rein. Ich gucke mir das Ganze an und wenn möglich, ist deine Strecke schon bald in meinen Videos. Wer weiß. In diesem Sinne, macht es gut, bis dann und ciao.